Also wir fassen zusammen, der Phallus bleibt jetzt stehen, wo er ist, wird abgedeckt, aber als Kunstaktion wird in weiterer Folge eine Versteigerung zugeführt und die alle politischen Parteien von Dronkirchen werden gemeinsam mit der Pfarre und dem Herrn Hess festlegen, welchen karitativen Zweck das dann zufließt. Nanu, der Osterfriede in Traunkirchen ist gerettet? Wie konnte denn das passieren? Ja, da, ich hab verloren. Der Reihe nach. Zunächst war ja er quasi der Stein des Anstoßes. Ein 1900 Jahre alter Phallus. Präsentiert als Kunstobjekt auf einem Privatgrundstück neben einem Kreuzweg. Dann war er, ein junger Bürgermeister, der vor den vorbeiführenden Osterprozessionen deswegen Bedenken hatte. Naja, es ist immer ein sehr schwieriger und enger Grat, die Freiheit der Kunst und die Wahrung der Pietät hin zu einem Kalvarienbergweg. Es kommt darauf an, von welcher Seite man diesen Phallus betrachtet. Und dann war da auch noch er. Der Grundstücksbesitzer und Antiquitätenhändler, der, wie er jetzt gestand, mit der Aufstellung doch ein wenig provozieren wollte. Ich meine, schau doch, die Kerzelschlicker, da werden ja eins verbrasseln, ganz auf Deutsch gesagt. Und hab eigentlich Druck gemacht, weil der Phallus liegt schon, weiß ich nicht, wie viele Monate dort. Hab meine Leute angewiesen, vorige Woche, der muss unbedingt stehen noch vor dem Antlasssänger, dass er gesehen wird. Nur die Reaktion selber, die überwältigt mich auch. Herr Hess und ich haben uns seit Monaten nicht mehr gesehen oder nicht mehr gehört. Er hat zwei Anwesen in Traunkirchen, ist hin und wieder hier in Traunkirchen und es freut mich sehr, wie ich ihn vorgestern angerufen habe, dass er sofort gesagt hat, okay, ich unterbreche meinen Urlaub, ich komme nach Traunkirchen und wir finden hier gemeinsam eine Lösung, wie wir aus diesem Thema herauskommen. Aus PR-Sicht entpuppte sich die ganze Sache als echter Coup, denn die letzten Tage machten sowohl Herrn Hess als auch Traunkirchen mit einem Schlag in der Welt bekannt. Keinen Harten im Garten, Steinpenis soll vor Osterpilgern versteckt werden. Gestern in der Berliner Abendzeitung. Natürlich wäre es uns lieber, wenn niemand Kreuzweg oder neben Kalvarienbergweg nicht so ein Ding steht. Der Herr Diakon Schrödl, für mich ein super Typ und taugt mir richtig und ich werde auch kurzfristig meine Tochter in Traunkirchen taufen lassen. Dieser Phallus wird verhüllt und ich glaube, in diese Richtung soll es gehen und überhaupt mit dem Rehen kommen die Leute zusammen und wenn man sie zusammensetzt, dann glaube ich, kann viel im Vorfeld schon bereinigt werden. Mir ist bis jetzt noch kein geeigneter, aus meiner Sicht geeigneter Platz eingefallen, wo wir diesen Phallus aufstellen könnten. Darum ist auch aus der Geschichte mit dem Phallus spenden, das Sie angestoßen haben, muss ich sagen, freut mich richtig, dass wir die Idee gehabt haben. Wissen Sie was? Besprochen werden. Ein kleines Ostergeschenk, dass der grausliche Hess wir versteigerten irgendwo online und der Erlös kommt an wohltätigen Zweck zugute, den wir noch gemeinsam bestimmen. Okay? Das ist eine Rede. Das ist wirklich eine Rede. Es ist einmal das Wort Charity gefallen. Ja. Sie haben das initiiert, Sie sind der Anstoßgeber und Sie sollen das auch über die oberösterreichischen Nachrichten weiterhin betreiben. In irgendeiner Form, ich möchte Sie dabei haben, dass Sie das versteigern oder dass das halt promotet wird und dass so viel wie möglich Kohle rauskommt. Machen wir gern, danke. Okay.